Verena Scheidt. Ich begrüße Sie sehr herzlich am Mittwoch zu einer neuen Ausgabe von Heute Leben. Ja, einen tollen Start hatte gestern die neue 10-teilige ORF-Serie in ORF 1. Bis zu 650.000 Zuseher verfolgten den Polizeialltag im kulturellen Schmelztiegel Wien-Ottakring. Das war ein Ausschnitt aus der Serie. Aber wir haben uns heute gefragt, wie sieht denn der Alltag der wirklichen Cops in Wien-Ottakring aus? Und mein Kollege Jan Maticek ist jetzt im 16. Wiener Gemeindebezirk. Begrüß dich sehr herzlich, Jan. Was hast du denn heute alles erlebt? Ja. Kräuter, wie wirken die? Zum Beispiel Birke. Wir hatten entweder, man überbrüht mit kochendem Wasser und lässt dann 5 Minuten kochen. Das ist sehr oft bei solchen Tees, die sehr hart sind, da dauert es länger, bis sich die Wirkstoffe herauslösen. Lass ich mitkochen, nicht nur ziehen. Mitkochen, genau. Dann 10 bis 15 Minuten ziehen lassen. Gut, muss man den Tee jetzt aber auch heiß trinken oder kann ich den dann über den Tag verteilt immer wieder schluckweise zu mir nehmen? Eine angenehme Trinktemperatur, das ist am besten, also nicht heiß, das trocknet die Schleimhäute aus. Geht. Missoni Prinz brauchen eigentlich nicht viel Schnickschnack. Ja, das schon, aber es gibt auch andere Teile. Also bei dem Overhemd, sage ich einmal. Also wirklich eine Marke im Optischen. Nicht ein Modetrend, sondern eigentlich ein Stil. Wolfgang, ich danke dir. Ich danke den Damen für die bella Impressione. Die Italia schaut fantastisch aus. Vielen Dank für die Präsentation. Ja, in unserer heutigen Folge Wien einmal anders reisen wir jetzt in eine längst vergangene Zeit. Der Autor und Journalist Axel Halbhuber sucht heute Stücke der alten Wiener Stadtmauer und stellt uns auch eine statische Meisterleistung vor. Dazu kamen anstrengende Theaterproben, Magen-Darm-Virus und irgendwann ging dann gar nichts mehr. Jetzt ist sie im Spital. Landesstudio Wien haben heute mit ihr ein Interview geführt und ich würde sagen, wir hören da kurz. Also ich muss Ihnen sagen, es geht mir in den kurzen Zeit, die ich jetzt hier in der Rudolf für mich und ich merke auch die Verbesserung meines Zustandes, Gott sei Dank. Okay, weiß man was? Klingt was schon mal. Ja, es klingt bei einer Bank arbeitet, heißt Susanne Drusani und ist 40 Jahre alt und hat Gott sei Dank nichts mit diesen ganzen Promi-Gewuseln zu tun. Da sehen wir es, so ist nicht lieb miteinander, da ist so viel Liebe im Raum. Und so kennt man ihn ja eigentlich nicht. Man kennt ihn ja immer nur so lustig als Kabarettist und dö. Aber das ist, die zwei sind wirklich entzückend. Ein Kleid? Nein, gar nicht. Ganz jemand. Herzlich willkommen bei uns. Dankeschön. Ja, sehr schöner Beitrag war das. Ja, gebe ich unserer Redakteurin weiter. Ja, gerne. Wir haben uns auch sehr gefreut natürlich auf dich. Es ist auch ein sehr sympathischer Zug, dass du diesen Gips ja, für die Krebshilfe zur Verfügung stellst. Jetzt hast du keinen mehr. Jetzt habe ich keinen mehr. Den Gips habe ich schon los. Es ist nur noch eine Schiene und es geht schon wieder einigermaßen gut mit dem Laufen. Was ist denn passiert? Ja, ich war Skifahren und wie das so ist, der typische Fußbrecherschnee, wie man so schön sagt. Hängen geblieben, Bänder angerissen und noch ein paar kleine andere Verletzungen. Und somit musste der Gips leider sein. Aber ich habe gesagt, naja, wenn man schon so was Blödes vor so einer Sendung hat, dann dreht man das wenigstens rum und bewirkt etwas Gutes. Und bist du jetzt schon halbwegs einsetzbar wieder für... Ja. Was war das oder in welchem Zug hast du das vorgelesen? Ja, ich war irgendwie, ich kann mich noch erinnern, dass ich damals eben auch so eine Promotion-Reise hier in Österreich hatte mit meinem zweiten Album. Über jedes Bachal geht der Brückerl, bin ich hier durch Österreich getourt und habe hier in Wien Station gemacht und habe dieses Märchen